und herzlich willkommen bei Finance TV. Kaum eine Technologie wird derzeit so gehypt wie die Blockchain. Von einer Revolution im Banking ist die Rede, gerade von einer Veränderung im Bankengeschäft, wie wir sie noch gar nicht abschätzen können. Was ist dran an diesen Thesen? Wie verändert sich das Firmenkundengeschäft? Und welche Hürden gibt es noch bei der Einführung der Technologie? Wir fragen nach bei Dr. Markus Krall. Er ist Managing Director bei der Beratung Götz Partners. Guten Tag. Hallo, Herr Krall. Sie beschäftigen sich ja schon seit einigen Jahren mit der Blockchain und beobachten diverse Initiativen in dem Bereich. In welchen Feldern des Bankgeschäfts sehen Sie denn die größten Anwendungspotenziale für Blockchain? Ich glaube, dass die Blockchain eine ganze Reihe von Anwendungspotenzialen hat, aber paradoxerweise nicht in dem Bereich primär, wo sie herkommt, nämlich aus dem Zahlungsverkehr. Die Blockchain ist ja die Technologie, die Bitcoin quasi antreibt, der Maschinenraum der Bitcoin. Und hat dort für eine neue Art von Zahlungsverkehr erstmal gesorgt. Und das hat die Aufmerksamkeit von vielen Marktteilnehmern erstmal angeregt. Aber die eigentlichen Vorteile der Blockchain liegen weniger im Zahlungsverkehr, der Geschwindigkeit und Masse braucht, als in anderen Transaktionen, wo es mehr auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Prozessoptimierung ankommt. Und vor allen Dingen auf Datenintegrität. An welche Bereiche denken Sie da konkret? Da denke ich konkret beispielsweise an Handelsfinanzierung, an alles, was an internationalen Handelstransaktionen, Finanzierungen, Akkreditiven etc. gemacht wird. Das ist ein klassisches Beispiel, wo man es extrem gut machen kann. Ich denke im Prinzip an alle Transaktionen mit virtuellen Vermögensgegenständen, also mit solchen, die nicht real sind, wie Immobilien etc., also beispielsweise Aktien, Wertpapiere, Bonds etc. Dort kann man mithilfe der Blockchain sehr, sehr sichere Verfahren des Handels machen, mit hoher Integrität und mit hoher Datensicherheit. Und ich denke auch an die Anwendungen im realwirtschaftlichen Bereich, wo mit Vermögensgegenständen gehandelt wird, die über die künftigen Technologien Internet of Things quasi auch virtuell in das Internet reingeholt werden können. Können Sie da ein Beispiel für nennen? Ja, wenn Sie beispielsweise sagen, wir transportieren irgendein Gut, nehmen Sie einen Baumstamm von Malaysia nach Europa und der ist jetzt 100.000 Euro wert, dann können Sie da einen RFID-Chip dranhängen, der diesen Baum eindeutig identifiziert. Und wenn der dann auf seine Reise geht, dann muss nicht jedes Mal jemand abnehmen, ob der angekommen ist und Zwischenprüfungen machen und sonst was, sondern alle Vorgänge, die mit dem ganzen Handels, mit der Transaktion, mit den Zöllen, mit der Steuer, mit der Finanzierung zusammenhängen, laufen automatisch, weil dieser RFID-Chip quasi permanent mit dem Internet kommunizieren kann. Heißt Echtzeit, heißt Automatisierung. Ja. Wir befinden uns also in dem Optimierungsbereich. Ja. Gibt die Blockchain denn auch neue Möglichkeiten im Hinblick auf ganz andere Geschäftsmodelle, die man heute vielleicht noch gar nicht abschätzen kann? Das ist ganz sicher so. Zunächst mal ist es ja so, dass die Blockchain in bestimmten transaktionalen Bereichen Geschäftsmodelle zerstört. Und jeder, der eine Blockchain baut, weiß hinterher nicht, ob er noch was dran verdient. Nehmen Sie beispielsweise jetzt das Konsortium von Banken, das jetzt angefangen hat, eine Private Blockchain, eine Managed Private Blockchain zu bauen. Es ist völlig unklar, wie die Gebührenmodelle für die Dienstleistungen aussehen werden, die in dieser Blockchain stattfinden. Allerdings ist klar, dass die traditionellen Gebührenmodelle wahrscheinlich in dieser Infrastruktur nicht mehr funktionieren werden. Und insofern wird es Suchprozesse geben, marktwirtschaftliche Suchprozesse, deren Ergebnis sehr schwer prognostizierbar ist. Denn wenn wir das prognostizieren können, bräuchten wir die marktwirtschaftlichen Suchprozesse wahrscheinlich nicht. Aber sie werden sicher anders aussehen. Mhm. Ihre These ist ja, dass die Blockchain der Zukunft eine private Infrastruktur sein wird, eben also keine öffentliche Blockchain wie die Bitcoin beispielsweise, an der jeder partizipieren kann. Warum glauben Sie das? Also ich glaube, dass für die Transaktionen in dem Sinne, dass man werthaltige Güter, also vor allen Dingen Assets mit hohem Wert handelt, nur eine private Blockchain in Frage kommt. Und zwar erstens, weil nur eine private Blockchain so gemanagt werden kann und auch so reguliert werden kann, dass sie bestimmte legale, rechtliche, compliance-technische Anforderungen erfüllt. Und zweitens ist es natürlich so, dass eine Blockchain, die zwar einerseits das Vertrauen automatisieren soll, gleichzeitig aber natürlich das Vertrauen all ihrer Nutzer braucht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf, die man nehmen kann. Also man kann sagen, ich glaube, dass eine Bitcoin-Blockchain hundertprozentig vertrauenswürdig ist qua Technologie. Man kann sich aber auch auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, na, da sind intrinsische Schwächen drin, auf die will ich mich nicht verlassen, wenn ich über große Vermögensgegenstände rede. Und da brauche ich quasi noch eine zweite Verteidigungslinie des Vertrauens. Und das können traditionelle Institutionen sein wie Banken, auch wie Zentralbanken oder wie Aufsichtsbehörden oder andere Institutionen, die multilateral zwischenstaatlich gegründet und festgelegt werden. Also da werden wir auch wahrscheinlich Innovationen sehen im internationalen Geschäftsverkehr und im internationalen Handelsverkehr, was Staaten untereinander aushandeln, wie man sowas vernünftig regulieren und funktionsfähig machen kann.
Setzt aber auch voraus, dass man sich wirklich weltweit auf Standards einigen kann, was ja nicht besonders einfach ist. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das gelingen kann? Nicht unbedingt. Standards setzen sich durch. Also man kann sich auf Standards einigen oder sie setzen sich durch. Das war eigentlich in der Vergangenheit immer schon so. Angefangen von Videokassetten, da hat sich auch niemand auf einen Standard geeinigt. Irgendwann hat sich einer durchgesetzt. Das ist nicht notwendigerweise immer der beste Standard, aber es ist der Standard, in den die meisten Menschen vertrauen, dass er der Standard wird. Das heißt also, das ist nicht nur eine Frage der Technologie und eine Frage von Preis-Leistung etc., sondern es ist auch eine Frage, wie geschickt ein Initiator einer Blockchain-Technologie das so am Markt unterbringt, dass die Leute daran glauben, dass es der Standard wird. Und irgendwann wird sich ein Standard durchsetzen, auf den sich dann sehr viele erstmal einigen und der dann quasi als großer Attraktor wirkt. Sie prognostizieren in dem Zusammenhang ja auch, dass bis 2025 auf Basis der Blockchain eine Infrastruktur entstehen wird, in der alle handelbaren Assets, Devisen, Immobilien, Wertpapiere etc. verankert sind. Wer soll die denn entwickeln? Wer wäre da der Betreiber? Also es liegt nahe, dass es zwei Optionen dafür gibt. Das eine ist eine öffentliche Blockchain, die sich möglicherweise durchsetzt. Das könnte Ethereum sein, das könnte sogar die Bitcoin sein. Es kann aber auch eben eine privat organisierte Blockchain sein, wo Bankenkonsortien sich möglicherweise mit Regulatoren, Zentralbanken und Regierungen zusammentun und sagen, wir bauen das jetzt auf und geben dem einen institutionellen Rahmen, der ein hohes Maß an Rechtssicherheit und institutioneller Sicherheit verspricht. Sehen Sie da schon ein Projekt, was in diese Richtung vorstoßen könnte? Es gibt ja mit R3 eine Allianz, die hat aber ja zuletzt so ein bisschen an Zustimmung eingebüßt. Also es gibt eine Reihe von Projekten, die da draußen operieren, aber welche sich da durchsetzt, da müsste ich Prophet sein und da muss ich passen. Das wollen wir auch nicht von Ihnen verlangen, Prophetenhaftigkeit an dieser Stelle. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Sicherheit, die man ja auch immer wieder hört. Die Blockchain gilt ja als sicher und als nicht manipulierbar. Stimmt das? Das kommt darauf an, in welche Richtung in der Zeit man schaut. Für die vergangenen Transaktionen, die einmal abgespeichert sind, die einmal abgelegt sind, ist die Blockchain so sicher, wie man das nach menschlichem Ermessen überhaupt sein kann. Und zwar durch die sehr geschickte Kombination von Einwegverschlüsselung mit Hilfe von Hash-Technologie und Zweiwegverschlüsselung mit Private-Public Key. Diese beiden Dinge sind, und das ist die große Innovation der Bitcoin gewesen, auf so geschickte Weise miteinander verknotet, dass es praktisch nicht möglich ist, einmal abgeschlossene Transaktionen nach hinten wieder rückwärts abzuwickeln oder zu hacken oder auch nur zu widerrufen, was auch ein juristisches Problem sein kann. Also wenn eine Transaktion nicht widerrufen werden kann, kann das in bestimmten Jurisdiktionen ein Problem sein. Dann muss sie dann zumindest mit einer Gegentransaktion quasi ökonomisch rückabgewickelt werden können. Also im Sinne des Zeitstrahls nach hinten ist die Blockchain wahrscheinlich 100% sicher. Sie ist bis jetzt jedenfalls noch nicht gehackt worden. Nach vorne ist es natürlich nicht ganz so sicher, weil dort gilt die Zweiwegverschlüsselung. Das heißt also, man hat ein Private-Public-Key-System und Private-Public-Key-Systeme können im Prinzip, da sie auf Primzahltechnologie beruhen und damit auf Rechenkapazität beruhen, geknackt werden. Sie können insbesondere geknackt werden, wenn mal jemand den ersten richtig leistungsfähigen Quantencomputer an die Rampe stellt und möglicherweise damit ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber dann stehen sowieso alle Systeme der Welt für denjenigen offen. Und insofern, ja, da kann man nach vorne gerichtet, könnte man theoretische Manipulationsmöglichkeiten sich vorstellen. Herr Krall, vielen Dank bis hierhin, auch für die technischen Details an der Stelle. Jetzt habe ich auch für Sie noch unsere drei kurzen Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. In der Regel reicht ein Wort. Zu Beginn frage ich jetzt eine Jahreszahl ab. Derzeit gibt es ja eine Reihe von Pilotprojekten und Anwendungstests. In welchem Jahr werden wir denn die erste breite kommerzielle Nutzung von Blockchain im Bankensektor sehen? Ich denke spätestens 2019. In zwei Jahren also. Wird die Blockchain das Firmenkundengeschäft revolutionieren? Für Banken sicher ja. Und die letzte Frage. Mit Bitcoin hat ja alles begonnen. Skandale haben die Kryptowährung aber ein bisschen in Verruf gebracht. Hat sie denn noch eine Zukunft? Ich glaube, sie erweist sich als sehr anpassungsfähig und von daher 60-40 zugunsten der Bitcoin. Vielen Dank, dass Sie am Ende doch noch mal für uns in die Glaskugel auch geschaut haben, Herr Krall. Sehr gerne. Wir werden das Thema natürlich auch weiter verfolgen. Wir stehen, wie gesagt, gerade erst am Anfang bei der Blockchain-Technologie. Ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein bei Finance TV. Auf Wiedersehen.